Das Kirchengesetz des Zölibats hat in der Geschichte mehr Unheil als Segen gebracht. Das sagt Johannes Werling. Er ist ehemaliger katholischer Priester und hat 25 Jahre zölibatär gelebt, bis er dann mit 50 seine heutige Ehefrau kennengelernt und mit ihr gemeinsam 8 Kinder bekommen hat. Im Interview sprechen wir über Sinn und Notwendigkeit des Zölibats und über eventuelle Zusammenhänge zwischen Missbrauchsfällen in der katholischen Kirche und dem Zölibat. Ein katholischer Priester muss kinder- und ehelos leben. Wie zeitgemäß ist denn diese Lebensweise? Es geht nicht um die Ehelosigkeit, die ist frei jedem. Und es gibt Leute, die leben die auch ganz gut, und es gibt Ordensleute, die in ihren Gemeinschaften auch gut die Ehelosigkeit leben. Aber es gibt mehr, die sie nicht gut leben. Und das ganze Problem, das ist jetzt noch einmal durch die ganze Missbrauchsdiskussion aufgekommen. Ich glaube nicht, dass das Zölibatsgesetz schuld ist an dieser Situation, aber es ist ein Faktor, der irgendwo wie die Auswahl begünstigt von gewissen Menschen für diesen Beruf. Und das hat also Wolf auch sehr gut dargelegt. Also andere haben das auch getan. Also es ist so, dass ich heute der Meinung bin, wir werden in der katholischen Kirche nie zu einem gesunden Verhältnis gegenüber Frau und Sexualität kommen, wenn dieses Gesetz nicht fällt. Und das ist für mich wesentlich. Also das heißt, wir können nicht ein Gesetz aufrechterhalten, das dermaßen geschichtlich, aber auch psychologisch belastet ist und belastet auch heute noch. Ich bin der Meinung, man muss es wirklich freistellen. Es wird immer Menschen geben, die zölibatär leben möchten, aber ohne Gesetz, sondern freiwillig. Es soll ja ein Charisma sein, und ein Charisma im biblischen Sinn ist nicht gesetzmäßig zu regulieren, sondern muss eine freiwillige Entscheidung sein, die man immer wieder trägt. Und es ist ein Unterschied, als wird ja immer wieder gesagt, ja, bei der Ehe verspreche ich ja auch ein lebenslanges Verhältnis zu bewahren, aber ich habe ja hier keinen Partner, keinen menschlichen Partner gegenüber. Und zu sagen, ich bin mit Christus verheiratet, also das muss man mal erstmal jemandem deutlich machen. Sie haben gerade eben schon das Thema Missbrauchsfälle in der katholischen Kirche angesprochen. Sehen Sie denn da einen Zusammenhang zum zölibatären Leben? Es wird ein Klima begünstigt hier in einer gewissen Richtung. Und die Auswahl der Priesteramtskandidaten wird in eine gewisse Richtung gelenkt. Wir brauchen psychisch gesunde Leute und nicht Leute, die irgendwo eine verdrängende Sexualität oder sonst was haben. Also es gibt Zusammenhänge, aber es ist nicht ursächlich. Sie haben sich mit 27 Jahren bewusst für das Priesteramt entschieden. Wie haben Sie damals über das Zölibat gedacht? Also ich habe, als ich mich entschieden habe, das Konzil erlebt, das Zweite Vatikanische Konzil, war ein riesiger Aufbruch innerhalb der Kirche. Tabuthemen wurden plötzlich auch angegangen. Man hat sich also nicht mehr gescheut, öffentlich zu diskutieren. Auch die Bischöfe haben sich von einer ganz anderen Seite gezeigt. Und wir waren an sich begeistert von diesem Aufbruch. Und wir dachten, also ich dachte zumindest, naja, das Thema Zölibat wird sich in einigen Jahren klären. Und Paul VI., der Papst, den ich erlebt habe in Rom, der hat ja strikt gesagt, es darf über das Zölibat nicht diskutiert werden. Aber die Diskussion war damit nicht abgeschlossen, sondern ging weiter. Und ich hab damals gedacht, naja, irgendwann wirst du die Möglichkeit haben, dann eventuell auch dich zu entscheiden, willst du wirklich nach diesem Kirchengesetz leben oder anders. Das ist allerdings dann in der Folgezeit nicht eingetreten, was ich da erwartet habe. Sie haben dann ja 25 Jahre im Zölibat gelebt. Was hat Sie dazu bewegt, sich irgendwann dagegen zu entscheiden? Einmal die wissenschaftliche Beschäftigung mit Ursprung und mit Entwicklung des Zölibats. In der Antike ist das irgendwie begründet. Ursprünglich hat es mit dem Christentum gar nichts zu tun. Also Jesus selbst war an sich ein sehr leibfreundlicher Mensch, also auch positiv gestimmt. Er hat zwar vermutlich ehelos gelebt, da bin ich überzeugt, aber er hat nie gesagt, etwas verpflichtend gemacht für andere in dieser Richtung. Und Paulus selbst sagt, das Gebot habe ich nicht vom Herrn, sondern das ist meine Empfehlung, ehelos zu leben. Und das hing auch mit der Endzeiterwartung zusammen. Man rechnete damals mit dem Ende der Welt in absehbarer Zeit. Und Paulus sagt, da ist es besser, nicht zu heiraten, nicht Kinder in die Welt zu setzen, wegen der Drangsale, die dann kommen werden. Also das ist keine Begründung, die von Jesus selbst gegeben wurde oder biblisch ist. Mit 50 Jahren haben Sie Ihre heutige Ehefrau kennengelernt. Sie waren Professor, Sie Studentin. Wie sah denn damals Ihre Gefühlswelt aus, als Sie auf Ihre heutige Frau gestoßen sind? Also sie war nicht meine Studentin, sie hat ja Zahnmedizin studiert. Aber ich habe sie
Ich habe sie kennengelernt bei einer Trauung, und zwar hier in Traben-Drabach. Und ein Jahr später habe ich dann hier in Gröf den Pfarrer vertreten und wurde von dieser Familie meiner Frau wieder eingeladen. Und da hat es beim Weinfest gefunkt. Und da kamen wir uns etwas näher. Und ja, und dann haben wir uns in Mainz halt öfters getroffen. Und das war dann so der Anfang vom Ende. Und was waren dann die Konsequenzen dieser Liebe? Wir hatten dann uns vorgenommen, wir werden heiraten. Aber sie war ja noch nicht fertig mit dem Studium. Und ich wusste, wenn ich heute heirate, dann verliere ich meinen Beruf und auch meine Besoldung. Und wir haben überlegt, wie kann man das gestalten. Wir mussten also warten, obwohl wir schon heiraten wollten, bis sie eben fertig ist mit dem Studium. Und wir wollten ja auch Kinder und das kam dann auch ganz gut. Wie leicht oder wie schwer ist es Ihnen denn gefallen, mit diesen Konsequenzen zu leben? Die 2 Jahre, die wir dann noch gewartet haben, fast, die waren schon hart. Ich habe mir immer vorgestellt, Mensch, irgendwann ist der Punkt, da bist du dann ganz draußen. Und da werden die Leute, die dir jetzt noch sehr wohlwollend begegnen, dir vielleicht ganz anders begegnen. Gell? Und das habe ich dann auch zum Teil gemerkt. Also ich war in verschiedenen Gremien auch meines Bistums. Ich bin Bistum Speyer. Karl Lehmann habe ich noch kennengelernt in Rom. Wir waren noch während des Konzils noch zusammen im Germanicum. Und ich habe mit ihm auch ein sehr gutes Verhältnis gehabt. Er hat mir zum 50. noch einen sehr netten und anerkennenden Brief geschrieben. Und dann war plötzlich Funkstille. Das heißt, mein Bischof hat mir nur dann, als ich ihm das mitteilte, hat dann nur gesagt, ja, er ist enttäuscht. Er bedankt sich für alles, was ich geleistet habe, aber er ist enttäuscht, dass ich diesen Schritt tue. Und ja, es kamen einige Leute, haben das eben nicht so gern gesehen. Aber es kamen auch viele, also mehr positive Zustimmungen, auch von Studierenden. Hatten Sie jemals das Gefühl, Ihren Glauben oder auch Ihre Gemeinschaft zu betrügen oder zu hintergehen wegen Ihres Bruchs? Nein. Also ich habe damals ein gutes Gewissen gehabt und heute, weil ich einfach der Meinung bin, dass dieses Gesetz nicht legitim ist, dass es nicht im biblischen Sinne ist und dass es den Glauben vieler Menschen oder überhaupt diese Art und Weise, wie man eben mit diesen Themen umgeht, die damit verbunden sind, also mit Macht, Sexualität, mit der Frau in der Kirche, dass bei vielen Menschen das viel glaubenshemmender ist als glaubensfördernd. Und die Mehrzahl der Katholiken, gerade in unseren Breiten, die drückt sich ja auch sehr deutlich in dieser Hinsicht aus, was sie möchten und was sie nicht möchten. Nach der Suspendierung haben Sie ein neues Leben begonnen. Wie sieht denn dieses Leben aus? Ja, das sah eben aus wie ein normales Leben einer Hausfrau oder eines Hausmannes. Morgens aufstehen, die Kinder betreuen. Also wir hatten ja nun Kleinkinder, die waren ja alle erst dann geboren. Das heißt, die mussten nachts versorgt werden. Ich bin dann mit meiner Frau aufgestanden, die Kinder versorgen. Tagsüber war dann das mehr mein Part. Meine Frau hat ja gearbeitet, die hat immer nur kurze Pausen gemacht bei den Geburten. Und ja, ich habe, was ich heute noch mache, ich koche, ich putze, ich betreue die Hausaufgaben, ich bin als Ansprechpartner mit meiner Frau da, wenn sonst was anfällt. Haben Sie denn Ihre Entscheidung jemals bereut oder die Angst gehabt, Ihre Entscheidung irgendwann bereuen zu können? Ich habe sie nie bereut, aber ich hab immer bedauert, dass ich nicht mehr aktiv tätig sein kann. Wenn ich sehe, was für ein Elend hier bei uns in der Pastoral im Moment da ist, nicht genügend Gottesdienste, nicht genügend Besuche bei Menschen, also auch Hausbesuche oder Gespräche mit Menschen. Vieles wird abgespult, weil einfach nicht die Zeit der Vorbereitung ist. Also ich war schon bei Begräbnissen oder bei Hochzeiten, da habe ich gedacht, eigentlich ist es schade, dass diese Gelegenheit auch von dem Priester, der amtiert, so wenig genutzt wird, um hier wirklich Leute anzusprechen. Und wenn ich dann sehe, was ich selbst noch könnte, und trotz meiner inzwischen bald 77 Jahre, da denke ich, es ist eigentlich ein schade und nicht verantwortlich von denen, die in der Kirche das zu sagen haben, das sind eben die Bischöfe, dass sie hier nicht stärker mal überlegen, was sind wir eigentlich unseren Gläubigen schuldig. Also ich denke, wenn jemand zur Rechenschaft mal gezogen wird, dann werden dies auch sein. Aber wenn 400.000 Menschen aus einer Kirche austreten im Jahr, wenn das in einem normalen Betrieb wäre, würde man das Management feuern. Und bei uns werden sie dann noch geehrt. Aber inzwischen ist es
so, dass vielleicht auch viele Bischöfe, glaube ich, es merken, dass das nicht mehr weitergehen kann. So. Der Mainzer Bischof Kohlgraf zum Beispiel, ein Kollege, der später an derselben Hochschule lehrte als wie ich, der ist da sehr offen und andere auch. Ich glaube auch der Vorsitzende der Bischofskonferenz oder der Kardinal Marx und so Leute, die sehen schon die Notwendigkeit, heute Änderungen vorzunehmen.